Wir machen die Konferenz, weil wir das Soziale und das Ökologische zusammendenken wollen. Degrowth auf der einen Seite, darunter verstehe ich die Abkehrung von zwanghaftem Wirtschaftswachstum, und Care auf der anderen Seite umfasst all jene Tätigkeiten, die für den Menschen das Lebensnotwendige mit sich bringen. Das heißt Kochen, Putzen, Waschen, aber auch die Sorge für andere Menschen, für Alte, Kranke, für mich selber. Also all jene Tätigkeiten, die es überhaupt möglich machen, dass wir leben und auch wirtschaftlich Tätigkeit sein können. Und das heißt, das eine kann nicht ohne das andere gedacht werden. Deswegen sind wir hier und wollen gemeinsam fragen nach dem Wie. Wie können wir Wirtschaft organisieren und dabei den Menschen ins Zentrum stellen und gemeinsame Fragen und Wege aufzeigen. Einerseits wollten wir natürlich irgendwie Austausch und Vernetzung betreiben von verschiedenen Initiativen und Leuten, die bereits zur Sorgearbeit arbeiten. Zum anderen wollten wir Degrowth und Care als zwei eigentlich getrennte Bereiche zusammendenken und gucken, was verbindet das beides eigentlich. Und außerdem wollten wir einen Lernraum bieten. Also wir wollten fehlerfreundlich arbeiten und wir wollen Leute, die vielleicht theoretisch auch noch nicht besonders versiert sind, dazu anregen, mitzumachen und es möglichst ein niedrigschwelliges Angebot bereiten. Und ich glaube, das ist uns bisher auch ganz gut geglückt und da bin ich sehr froh drum. Wir sind ja hier in der Nachbarschaftsschule Leipzig, das heißt an einem Ort, an dem auch selber Sorgearbeit betrieben wird. Zum einen, das war uns sehr wichtig, und zum anderen haben wir natürlich auch eine durchlaufende Kinderbetreuung und ein Kinderprogramm. Also es ging uns auch wirklich darum, allen Leuten die Teilnahme zu ermöglichen. Ich habe heute im Workshop Feministisches Muttersein besucht, in dem wir sehr stark eigene Perspektiven einbringen konnten, aber es auch sehr viel Raum gab, um einander zuzuhören, um auch die Vielfalt von was ist für jeden feministisches Muttersein, fühlen wir uns persönlich oder strukturell oder in gesellschaftlichen Erwartungshaltung schon gefördert oder was steht uns im Wege zu unserer Form von, wie wir Mutter sein wollen, zu finden. Und das war auch sehr, sehr wertschätzend und sehr, sehr verbindend. Ich war heute Morgen in einem Workshop, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Der stand nämlich nicht auf dem Programm. Das war so eine Art Privatworkshop. Ich habe Gemüse geschnippelt in der Küche fürs Mittagessen. Es war sehr schön. Wir saßen nämlich da, haben Zwiebeln und Knoblauch und Karotten und was weiß ich was alles da gehackt und geschnippelt und uns dabei wunderbar über alles Mögliche unterhalten. Das war sehr, sehr schön. Ja, und dann nachmittags war ich in einem Workshop zur Assistenz, bei dem ich vieles dazugelernt habe, vertieft habe. Es hat mir viel gebracht. Tatsächlich eine Anforderung an alle, eine hohe soziale Kompetenz. Estoy en el grupo de Respect. Es una organización que uno tiene contacto con personas sin papeles. Y ellas hacen los trabajos que los alemanes luego no quieren hacer. Tenemos un lugar que se llama la cocina. Ahí llegan las personas para comer, para extender su problema y ver la forma como poder ayudarlo. In naher Zukunft denke ich, dass man sehen muss, an welchen Ecken man den ökonomischen Druck aus dem Gesundheitswesen rausnehmen kann. Ich kann mir kein menschenzugewandtes Gesundheitswesen vorstellen, das den Kranken als Kunden behandelt. Ich fand das total gut, dass es die Konferenz gab, vor allem, weil das so ein Thema ist, in dem Menschen schon so eingebunden sind, dass sie oft daneben wenig Zeit haben, darüber zu reflektieren.
und das Thema auch politisch zu sehen. Geht es weiter mit ganz vielen verschiedenen Bildungsangeboten. Wir machen Workshops und wir organisieren Segeltouren. Klingt total abgefahren, wird richtig gut sicherlich. Und zum Ende des Jahres laden wir ein, zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem Netzwerk Care Revolution, zu einem Aktionsratschlag, wo wir dann für 2019 eine größere Kampagne und eine Aktionskonferenz vorbereiten können. Man kann sich da auf dem Laufenden halten über die Homepage, aber auch über die Regionalgruppen, wenn die vor Ort sind oder wenn die vielleicht noch gegründet werden.